Servus Leute und herzlich willkommen hier bei Assassin's Creed 2. Ja, denn es ist nicht der 1er, wie man jetzt vielleicht an diesem Bild hier denken könnte. Nein, wir sind hier noch beim 2er. Und zwar müssen wir hier eigentlich diesen Turm hoch. Haben nämlich gerade irgendwelche komischen Halluzinationen, die ziemlich uncool sind, weil wir eigentlich gar nicht im Animus sind und so weiter und so fort. Aber Desmond hat Ewigkeit nicht gepennt. Ah, sieh an. Okay, gut, an dieser Stelle habe ich nämlich letztes Mal ein bisschen gehangen. Aber gut, jetzt hat es ja auch noch relativ schnell geklappt. Nice, okay. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, ob es sich meine Vermutung so ergibt. Also ich glaube ehrlich gesagt, es ist Maria. Weiß ich nicht genau, aber ich schätze es mal. Aber nun gut, sehen wir mal. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie hoch. Da ist auch noch ein schönes Fenster. Bin ich mal gespannt. Aber ich vermute es stark, dass sie es ist. Aber gut, sehen wir jetzt. It's the woman from Anchor. What was her name? Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa. All right. Wasn't expecting that. That escalated quickly. Aber wer hat's gesagt, oder? Yeah. Nun gut. Die sieht aber voll anders aus, aber gut. So ein bisschen Ähnlichkeiten hat sie noch. Okay, die lassen wir jetzt da oben zurück. Mann, 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 was macht Alter ihr da wieder? Why aren't I following Alta here? Stuck here with Maria? Oh shit. That must mean. This is one weird dream. Okay, ja, da hat er mal wieder, was weiß ich, geträumt. Nun gut, auf jeden Fall chillig. So ein bisschen mit Alter ihr mittendrin. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Und ja, da hat er sich mal etwas mit Maria vergnügt, sagen wir mal so. Muss auch mal sein. So, da ist er wieder. Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. I'll let you get ready. See you in a few. Ah, good of you to join us. Sorry. Long night. What a professional. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean, please, that's enough. All right. Den Typ mag ich nicht, aber gut, er macht halt auch seine Arbeit. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal wieder in den Animus, denn warum denn nicht? Viel mehr können wir jetzt auch nicht hier machen. Und da geht's jetzt auch schon los. Juhu, okay. Was ist denn das eigentlich machen? Keine Ahnung. Nun gut, was soll's. Auf jeden Fall finde ich es mega chillig, dass man jetzt so ein bisschen von Alter ihr träumt. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Also so kleine Sachen, die eigentlich unnötig sind. Finde ich, machen aber das ganze Spiel geiler. So, das ist jetzt vermutlich Venedig. Ja. Venedig. So, jetzt hat los hier Venedig. Menschenskinners. So verplant muss man auch erstmal sein, dass man die Stadt nicht erkennt. Aber gut. Hätte mich auch gewundert, da so hinreiten werden. Okay, kann man machen, aber ein bisschen weit. Aber gut. Das hätte ich jetzt gedacht, ist einfach unlogisch von dem ganzen Spiel her. So, da ist Leonardo auch angekommen mit mir natürlich. Messer Da Vinci! Yes? Buongiorno e ben arrivato. I'm Elvise. Signor Donna has asked that I escort you to the workshop. Are you ready? Klar, machen wir doch, damit wir mal ein bisschen von der Stadt was sehen und so weiter und so fort. Ah, Venezia. What other place is as beautiful, as stable? As perfect. Come, I will show you her wonders. Our first stop, the Rialto Bridge. Behold the elegance with which she spans the Grand Canal, a symbol of Venetian unity and pride. Let us continue. Sie läuft wenigstens mal gescheit schnell. Here we are, San Giacomo di Rialto, oldest church in Venezia. Isn't she beautiful? And her clock tower. Magnifico. The penalties for usury committed by any citizen. Come, come. There's more to see. Sorry.
Machen wir eine kleine Touri-Tour hier. Muss auch sein. No other city can match the size of Venezia's markets. Be it spices or silk, from near and far. There is... You were told to stay home. But the rent is paid. I have every right to sell here. Emilio disagrees. No, stop! Let us continue the tour elsewhere. Okay, sehr freundliche Wachen hier auf jeden Fall. Aber gut, naja, standardmäßig will ich mal behaupten. Look, isn't it amazing? Would you mind buying it for me? I left my money with my bags. Hey, mind your step, Corleone. Erstens ist es eine Frau und zweitens hat die gerade mein Geld geklaut, richtig. Oder, hat die mir Geld zugesteckt? Nee, ne? Das kann eigentlich nicht sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel Geld ich hatte. And here we have the Palazzo della Seta, home to Emilio Barbarigo. Normally I'd suggest a closer look, but with the way things are now... Why? What's happened? He is attempting to unify the merchants beneath a single banner. There's been resistance, some of it violent. What kind of resistance? They say they're fighting for the people, for freedom or some such nonsense. Bagianate, if you ask me. They destroyed my stand. I demand compensation. Here you are, then. The Doge will know about this. I'll report you to the council. Good luck with that, my friend. What are you doing? You're under arrest for disrupting commerce. What? You just invented that. There's no such law. There is now. No, stop! Ja, ja, ein freies, schönes Land mit Bürgerrechten und allem, so ist das halt. Na gut. Naja, aber mal sehen, was es noch so Schönes aus der Stadt hier gibt. Bisher sind es eigentlich nicht so die überzeugenden Sachen. Und hier sind wir wahrscheinlich schon. And now I present to you your workshop, Ser Da Vinci. We spared no expense in its design. You'll see, it is perfect. As if you never left Firenze. I wish you great success and hope you enjoy Venezia as much as she enjoys having you. So, here we are. Exciting, isn't it? Here to come in? Maybe later. I need to visit the Palazzo della Seta. Try and gain an audience with Emilio. As you wish. But should you find yourself with free time or another codex page, don't hesitate to visit. My door is always open. Grazie, my friend. Halt. Verdammt. Di nulla. Okay, jetzt hat er nicht überhaupt. Shit. Das ging mir zu schnell. Wenn ich einen Film gucke, dann gucke ich eigentlich, dann habe ich nicht die Hände auf der Tastatur. Nun gut, was soll's? Einmal noch schnell die Database angucken. Blabliblu. Okay, das ist jetzt das Haus von Leonardo da Vinci in Venedig. Er muss natürlich mitkommen. Da muss ich jetzt eigentlich auch schon hin. Emilio, okay, einmal noch Emilio gucken. Emilio Barbarigo, Titan of Venetian industry, terror of the underworld. Aided by his powerful family, he cornered the market through smart business practices such as edging out the competition and lobbying the government. He funded the Venetian police force almost single-handedly, keeping the streets safe from crime and his finances tax-free. Emilio claims to be a supporter of the Republic. The problem is, once you own the police force, voting becomes, well, inefficient. As does, you know, opposition. Okay, also so ein ganz netter Typ scheint er wirklich nicht zu sein. Aber gut, was soll's, interessiert uns ja jetzt erstmal nicht. Wir sind jetzt sind wir endlich in Venedig angekommen. Tut mir leid, dass ich so verplant habe, aber gut, was soll ich machen? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal auf den Turm rauf, damit wir ein bisschen was sehen. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und jetzt endlich aus Venedig hier
Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.